Willkommen zu Sonic Generations, der PC-Version, die gleichsam ist wie die Konsolenversion, und wir legen los, ein neues Spiel. Wo sind wir überhaupt? Die Green Hill Zone, wie wir sie kennen und lieben, auch wenn ich ja eigentlich Neo-Sonic-Fan bin, aber trotzdem. So, also wir haben schon ein paar Ringe, die Zone, ja, ich denke, jeder kennt diese Zone. Jeder nur mal ein wenig von Sonic gehört hat, wie diese Zone kennen. Jetzt bin ich falsch. Ja, momentan habe ich noch ein paar Parts Sonic Generations 3DS auf Lager. Ich habe es komplett schon aufgenommen. Aber ich konnte einfach nicht mehr warten und deshalb spiele ich mit euch liebend gern Sonic Generations PC-Version oder einfach nur Sonic Generations, wie es ja heißt. Ja, in knapp einem halben Monat oder ja, so ungefähr erscheint ja Sonic Forces. Hinter vorgehaltener Hand wird es ja gemunkelt, dass es ähnlich wie Sonic Generations sein wird. Ähnlich. Wir wissen noch nicht allzu viel. Und ich habe lange überlegt, soll ich Sonic Generations vorher, nachher Let's Playen? Und habe dann noch kurz eine Umfrage gemacht auf Twitter und mit dem Ergebnis, ihr wollt es jetzt schon sehen, ja. Da nehme ich es quasi als Lückenfüller, bis dann Sonic Forces kommt. Mir ist es recht, ich freue mich sehr drauf. Ich muss sagen, ich habe das Let's Play gerade auch wieder bei Let's Play Markus geschaut. Ja, das ist ja meine persönliche Anlaufstelle für Sonic-Spiele. Also nicht, dass ich ihn persönlich kenne, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, es macht einfach so viel Spaß und ich möchte es jetzt auch endlich mal versuchen. Ja, ich habe damals das Spiel natürlich auf PlayStation 3. Ja, habe ich es gekauft, gezockt, das war episch, es war nice und alles. Dann habe ich es letztens, weil ich das letzte Mal, ja, ich schaue etwa vielleicht, also Sonic, falsch, oder was falsch gemacht. Also Sonic Generations ist eines der Let's Plays, die ich bei Markus so vielleicht jedes Jahr mal schauen kann. Das ist einfach so ein richtig schönes Projekt bei ihm und ich denke, jetzt kommt eine Katze hin, also bin ich kurz ruhig. Wie waren wir? Wir waren sehr gut, sogar ich. Hahaha. Okay, weiter. Hey Leute, was ist los? Schmeißt ihr etwa eine Party? Überraschung! Ah, wie nett. Dich kann man einfach nicht überraschen. Diesmal ist es dir aber gelungen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch, Sonic. Hoffentlich schmeckt's dir. Und wie? Die sind super lecker. Hm? Was? Sonic, schau mal! Was ist das? Hilfe!
bin ich? Ja, wo sind wir? Sieht so leer aus. Wir kommen auch nicht vorwärts. Wir kommen nicht weiter. Es sieht aus wie die Green Hill Zone, aber die hatten wir ja jetzt gerade mit dem klassischen Sonic. Jetzt sind wir der moderne Sonic. Green Hill Zone? Mit modernem Sonic? Geht das? Probieren wir es aus. Haha. Yes, Sir. Und ich denke, damals war es für viele Sonic-Fans und auch für mich ist es mittlerweile ein wirklich schönes Erlebnis, diese klassischen Levels einmal in 3D zu erleben. Und ich gebe ja ganz offen zu, es ist ja auch für mich kein Geheimnis, dass ich mich damals wirklich in die 3D Sonics verliebt habe. Also die, sagen wir es mal so, die üblichen Fans der ersten Stundenjahren, die sind mit Sonic groß geworden, die haben mit Sonic 1, 2, 3 und wie sie alle heißen, oder oben lang, egal, sind die groß geworden und ja, viele sagen, ja, wann kommt wieder endlich ein klassisches Sonic? Mit Sonic Mania kam ja der Überraschungserfolg und ich persönlich bin mit dem klassischen Sonic-Spiel nie wirklich warm geworden. Also ich glaube mein erstes 3D-Sonic-Spiel war wirklich Sonic und die Ringe, wie es jetzt genau heißt, aber nicht mehr. Ja, es war für mich schon ein echtes Erlebnis, dass man Sonic einfach nur mit der Wiimote steuern konnte, also einfach nur neigen und dann gab er Gas. Ne, das war für mich schon echt, ne, kann man schon, ja. Und dann kam Sonic 2006, da bin ich ja, weil ich nicht wusste, wie man die Galoschen bekommt, hatte ich keine Ahnung. Und deshalb war das für mich schon schnell ad acta gelegt damals, als ich noch nicht Let's Played habe. Ja, und wir haben hier natürlich Homing Attack und Speed und alles, es ist ja wunderschön, ne? Also es ist wirklich die Green Hill Zone, man kann es, also man sieht es ja, man kann es anders erklären und in neuem Gewand und es ist einfach wunderschön, für mich als Neo Sonic Fan, da hinten ging die Rampe, egal. Ja, es ist einfach ein Erlebnis, das muss ich ganz ehrlich zugeben, für mich als Neo Sonic Fan ist es ein Erlebnis, das hier wirklich 3D zu erleben und wie gesagt, dann kam glaube ich Sonic Colors, einer der wenigen leider gelungenen Titel von der Sonic Franchises der jüngeren Zeit und wie gesagt, ich habe mich immer nur an den 3D Sonics begeistern können, genau wegen diesen Abschnitten hier, weil man einfach so richtig durchwaschen kann. Es ist nicht wie bei Sonic, gut, ich meine, Sonic, das ist ein Sonic, die klassischen Spiele waren auch so, dass man durchaus schon konnte, man muss das eben verstehen, ja. Aber hier, für mich, einfach das Beste. So, Rang S, und wie geht's weiter?